Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Expert für Men's Inner Child und Mentorin für systemisches Coaching. Bei The Magic Moments, das Interview für außergewöhnliche und herausragende Frauen. Wie schön, dass du da bist. Wie kommst du hier heute in unser Gespräch rein? Was bringst du mit? Ja, erstmal vielen lieben Dank, liebe Tina, dass ich hier sein darf, dass wir das zusammen machen, das Gespräch, dieses Interview. Ja, du weißt ja bereits, was ich mache. Ich brenne für Italien, für das italienische, für das mediterrane Lebensgefühl. Großartig, ja. Ja, das kommt auch immer rüber. Magst du ein bisschen davon erzählen? Was genau verstehst du darunter? Ja, ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren, haben wir Weine aus Italien mitgebracht, aus dem Urlaub. Und irgendwann hatten wir dann so viel Wein im Keller, da hat er dann gesagt, und ich hatte mittlerweile auch schon ein Gewerbe angemeldet, nämlich Bürodienstleistungen. Und dann hat er irgendwann gemeint, so, jetzt wird's ernst, jetzt geht das nicht mehr nur privat, weil 1000 Flaschen Wein im Keller, die kann man nicht nur selber trinken, zumal dann auch irgendwann wieder was dazukommt. Ja, klar. Jetzt musst du morgen zur Gemeinde und dann meldest du das Gewerbe um, erweiterst das von Bürodienstleistung auf Bürodienstleistung und Handel mit Weinen. So habe ich es auch gemacht. Und dann haben wir angefangen und haben im Freundes-, Bekannten-, Kollegenkreis die Weine durch Verkostungsabende, die wir angeboten haben, verkauft. Und es waren auch früher wirklich nur Weine, die wir im Sortiment hatten. Wahnsinn. Warst du immer für Italien gebrannt? Ist das immer etwas gewesen, was du wolltest und verfolgt hast? Oder gab es da andere Vorlieben? Da gab es andere Vorlieben. In der Schule habe ich Französisch gelernt als zweite Fremdsprache, war dann auch ein knappes Jahr in Frankreich Au-pair und habe dann eben auch auf meine kaufmännische Ausbildung aufbauend eine Fremdsprachensekretärin-Ausbildung gemacht mit Englisch und Französisch. Wow. Ja, und ich war halt dadurch, dass ich die Sprache konnte, war ich dann eher frankophil eingestellt. Aber mein Ex, der hatte es nicht so mit den Franzosen und hat mich dann immer nach Italien mitgeschleift in den Urlaub. Und irgendwann habe ich es dann auch so satt gehabt, auf dem Wochenmarkt immer zu fragen, sprechen Sie Deutsch? Und habe mich dann zu einem VHS-Kurs Italienisch angemeldet. Und irgendwann, das war Mitte der 2005 sowas, hat mich dann meine Italienischlehrerin angesprochen. Damals hatte ich ja schon die Bürodienstleistung, hat die mich angesprochen. Du, die italienische Handelskammer in Frankfurt, die sucht jemand gerne auch auf freiberuflicher Basis. Ja, dann habe ich mich dort beworben und es hat geklappt. Klasse, ja. Und dann wird es richtig ernst mit Italien, weil ja bei der italienischen Handelskammer natürlich ganz viele Italienerinnen und Italiener gearbeitet haben. Und so konnte ich dann immer mehr in Italien eintauchen, in das mediterrane Lebensgefühl, in die Lebensweise der Italiener, der Italienerinnen. Und die wussten natürlich auch in der Marketingabteilung, dass ich selbstständig war, beziehungsweise noch ein zweites Standbein hatte, eben den Wein. Und haben mich dann eben auch zu Veranstaltungen eingeladen, die sie organisiert haben. Und die Veranstaltung, die wohl, will ich mal sagen, für mich prägend war, die mein ganzes Verhalten letztendlich nachhaltig beeinflusst hat, das war die Veranstaltung I Gusti della Sardegna, also die Genüsse Sardiniens. Die hat dann irgendwie so 2006, 2007 im Messeturm in Frankfurt stattgefunden.
Und da hatte ich dann das Vergnügen, eben nicht nur sardische Weine kennenzulernen, also den Vermentino, den man als Weißweintraube von Sardinien kennt, und den Canonau, sondern es gab auch ganz viele kleine Produzenten aus der Lebensmittelbranche, die sich dort präsentiert haben. Okay. Und dann ging es halt richtig los. Da habe ich dann Produkte kennengelernt, die lernst du normalerweise nicht so einfach kennen, weil es eben auch wirklich Nischen sind, die dort vorgestellt wurden. Ja. Und so habe ich dann Bekanntschaft gemacht mit einer Nudelsorte, die nennt sich La Fregola Sarda. Das sind ganz kleine Kügelchen. Ich habe mal so ein Tütchen mitgebracht. Kann man das erkennen. Ja, kann man. Und die habe ich dort also kennengelernt. Und diese Nudelsorte, die eignet sich ganz, ganz toll als Suppeneinlage zum Beispiel. Und auch, um mal eine Gemüsepfanne zu machen oder auch, um einen Salat zu machen. Also sehr, sehr vielseitig einsetzbar und hat mich total begeistert. Ein anderes Produkt, das liebe ich heiß und innig. Ja, das musst du ein bisschen drehen, das kann man noch nicht lesen. Da? Na ja, Mokli, geh mal weg. Mokli ist dabei, sei willkommen. Ja. Magst du es sonst vorlesen? Ich kann es nicht gut erkennen. Das heißt Composta Limone al Finocchietto. Ah ja, die kenne ich ja schon, oh, lecker. Ja, und das ist ein ganz kleines sardisches Unternehmen. Zwei Freunde, die sich Mitte der 1980er Jahre im nördlichen Teil von Südsardinien quasi, also es gehört noch zu Südsardinien, ist aber im nördlichen Part, in Moravera, so heißt der Ort und die Region, beziehungsweise das Gebiet, die Provinz, die haben sich dort niedergelassen und haben tatsächlich nur mit Honig angefangen. Mhm. Oh, okay. Die haben in den ersten Jahren ausschließlich Honig produziert. Der Name von diesem Unternehmen ist Bresca Dorada. Und wenn man weiß, was das bedeutet, dann weiß man auch, warum die mit Honig angefangen haben. Bresca Dorada bedeutet nämlich übersetzt goldene Honigwabe. Und der Honig war und ist auf Sardinien schon immer etwas Besonderes und Schützenswertes gewesen. Und so habe ich zum Beispiel auch ganz toll einen Eukalyptushonig von Bresca Dorada im Sortiment. Ja, und als das dann mit dem Honig soweit perfektioniert war, hat man angefangen und hat mal überlegt, was Sardinien so alles zu bieten hat. Und ist dann eben auf Zitronen gekommen, die ja dort ähnlich gut wachsen wie an der Amalfiküste. Und da hat man eben ganz viel, man hat überlegt, naja, aus Zitronen machen die meisten Limoncello. Wir machen aber jetzt mal was anderes. Und die experimentieren unheimlich gerne rum. Und dann kam eben dieses Composta Limone al Finocchietto dabei raus. Also wirklich nur zwei Komponenten letztendlich, Zitrone und wilder Fenchelsamen. Und das reicht man zu Käse oder zu gegrilltem Fleisch und Fisch. Und es ist wirklich ganz, ganz hervorragend. Ja, das kann ich bestätigen. Ja. Ja, man kriegt ja sofort Wasser im Mund. Also ich meine, das ist ja mittlerweile zwischen uns beiden auch, sehe ich dich, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Oder ich habe Lust, einen guten Wein zu trinken. Aber was mich natürlich interessieren würde, du hast ja erzählt, dass du so eine frankophile Ader eigentlich hattest. Ja. War das für dich dann einfach so ein gleitender Übergang oder ja, schlägt dein Herz da immer noch für dieses Französische? Das ist ja eine ganz andere Kultur, auch eine ganz andere Lebensweise, wie auch Weine und Essen genossen wird. Gibt es da noch so ein Herz, was da schlägt, oder hat sich das einfach ganz anders ausgerichtet? Das hat sich jetzt wirklich komplett auf Italien konzentriert. Ich habe eben dadurch, dass ich ganz viel zu Einkäuferreisen eingeladen werde und eben auch in kleine Produktionsgebiete Italiens reisen darf, dort dann eben auch wirklich ganz tolle Produzenten, egal ob es sich jetzt um Wein handelt oder um Lebensmittel, kennenlerne. Und eben weiß, mit wie viel Herzblut und Passion diese Menschen dabei sind, kann man eigentlich nicht anders, als dass das Herz für Italien schlägt. Die Franzosen sind immer so ein bisschen
Ja, gerade wenn ich so an die Küche denke, so ein bisschen schickimicki. Und bei den Italienern geht es darum, möglichst ganz einfache Grundprodukte zu haben, natürlich von einer super guten Qualität. Und daraus wird dann was gezaubert. Und das ohne wirklich viel Schnickschnack. Das heißt, was denkst du, was trifft da aufeinander? Wie ist die Elke, die da nach Italien kommt? Was matcht da? Was ist da besonders zwischen euch, dem italienischen Leben und deinem? Ja, die sind halt bodenständig, die lieben das Land, das ihnen anvertraut wurde. Sie sagen nicht, das ist unser Eigentum. Sie sagen, es wurde uns vor so und so vielen Generationen anvertraut und wir bearbeiten es jetzt in der so und so vielen Generation. Und diese Liebe, die diese Menschen für ihr Land, für diese, ja, also ich meine jetzt nicht für das Land Italien, sondern für ihr Land, das ihnen übertragen wurde. Diese Liebe, die sie dafür empfinden, das berührt mich einfach immer wieder. Und da, ich freue mich also immer, wenn ich zu, mittlerweile sind es ja schon fast alte Freunde, meine Produzenten, wenn ich zu denen fahren darf und sie wiedersehen darf und sie mir dann voller Stolz wieder irgendwelche neuen Kreationen vorstellen. Oder vielleicht haben sie noch einen Raum angebaut, den sie für besondere Verkostungsgruppen zur Verfügung stellen wollen, so wie das im letzten Jahr bei der Firma Franzosi am Gardasee war. Die Mitarbeiterin, die sehe ich sonst auch immer auf der Messe und natürlich, wenn ich vor Ort bin. Und das ist immer eine freundliche Begrüßung. Ja, wir sind halt alte Bekannte mittlerweile. Und letztes Jahr, als ich dann vor Ort war, die war nämlich dummerweise nicht in Verona auf der Messe, da bin ich anschließend nach der Messe nach Verona, bin ich dann noch kurz, habe ich noch einen kurzen Schlenker zum Gardasee gemacht. Und habe die besucht, eben um auch erstens die neuen Weinjahrgänge zu verkosten. Und ich brauchte Olivenöl, das habe ich mir bei der Gelegenheit dann gleich mitgebracht. Und ich war dann dort, ein bisschen rumgestöbert, weil sie noch mit anderen Kunden beschäftigt war. Und dann irgendwann haben wir uns dann hingesetzt, Weine probiert. Und dann sagt sie, ich muss Ihnen jetzt mal was zeigen. Wir bauen gerade einen neuen Raum. Dann hat sie mich durch den Raum geführt, in dem wir uns gerade befanden. Dadurch, durch die nächste Tür. Und der war noch, ja, war noch relativ jungfräulich. Es waren also noch keine Möbel drin. Die Beleuchtung, die war schon da. Das war also schon alles gegeben. Aber die haben jetzt noch auf die Möbel gewartet. Das war im April letzten Jahres. Und der sollte dann quasi in Betrieb gehen ab Juni, wenn dann eben die Saison richtig starten würde. Und da sind die halt immer so. Und wie gesagt, das ist nur eine Angestellte, aber die ist dann auch mit so viel Eifer dabei, ja. Die lebt also auch das, was ihre Arbeitgeber ihr quasi vorleben. Also ist das wahrlich so ein Familiengefühl, was da entsteht? Ja, absolut. Absolut. Ja. Wenn du jetzt noch mal so zurückdenkst, hättest du dir als junge Frau vorstellen können, dich damit selbstständig zu machen, wunderbare Köstlichkeiten Italiens zu verkaufen? Never ever. Never ever. Ich habe mich bis zur Rente im Büro gesehen, in verschiedenen Büros, ganz klar. Meinen Job machen, schreiben, übersetzen, Ablage machen, halt alles das, was so dazugehört. Ein bisschen hier recherchieren, da mal was für den Chef recherchieren und ja, herausbringen, erfragen und so weiter. Und ja, sowas, was ich heute mache, da hätte ich nie von geträumt. Never ever. Woran lag das? Hast du dir die Erlaubnis ge nicht geben dürfen? War das so damals? Oder wie war das für dich, dass du diesen Weg für dich ohne Träume, sage ich jetzt einfach mal, eingeschlagen hast? Das war ja jetzt nicht unbedingt ein Weg ohne Träume. Mein Traum war immer, etwas mit Fremdsprachen zu machen. Okay. Also seit ich in der 5. Klasse Englisch gelernt habe, war für mich klar, ich mache irgendwas mit Fremdsprachen. Und dann kam natürlich nach dem Abi erst kaufmännische Ausbildung, dann wollte ich unbedingt eben diese Weiterbildung zur Fremdsprachensekretärin machen, habe das auch durchgezogen, habe da also immer die ganzen Jahre dran festgehalten. Und das war mir dann irgendwann nicht genug. Dann habe ich noch ein Abendstudium in BWL angefangen, damals in Karlsruhe.
weil ich mir gesagt habe, also ich möchte doch mehr die ganzen Zusammenhänge begreifen. Und dazu gehört dann eben doch mehr so ein bisschen BWL. Mhm. Ja, und das mit den Fremdsprachen, das lief dann immer so parallel. Mhm. Ich habe dann einen Job gehabt als Chefsekretärin für einen schwedischen Konzern, der mhm. in der Nähe von Karlsruhe eine Niederlassung hatte. Und mein damaliger Chef, der hat zwar Englisch gesprochen, aber das war mehr so deutsches Englisch. Und hat dann auch nur auf Deutsch diktiert, nachdem er dann eben festgestellt hat, dass mein Englisch gut ist, hat er wirklich nur noch auf Deutsch diktiert und ich habe dann übersetzt. Und irgendwann kam dann der schwedische Chef, der hat dann quasi eine Europatour gemacht, hat alle Niederlassungen in Europa besucht. Und mein Chef hat mich dann irgendwann nachmittags gefragt, ob ich ihn wohl mit, also den Schweden mitnehmen könnte zum Bahnhof. Er müsste von Karlsruhe aus nach in die Niederlande reisen, zur nächsten Niederlassung. Und dann haben wir uns im Auto unterhalten. Da meinte er so, naja, wo hast du Englisch gelernt? Ich sag, in der Schule. Ja, klar, am Anfang, aber später? Ich sag, dann habe ich eine Weiterbildung gemacht zur Fremdsprachensekretärin. Ja, aber du musst in England oder in einem englischsprachigen Land gewesen sein, weil ich weiß genau, dass der W-Punkt, so hieß mein Chef, dass mhm. der nicht so gut Englisch kann. Und die Briefe, die ich jetzt bekomme, die ja. sind ja grammatikalisch einwandfrei, stilistisch und. Jetzt sag doch mal, Bruder bei die Fische, wo hast du Englisch gelernt? Ja, in der Schule und dann eben in der Fremdsprache weiter. Nee, also das kann ich, das, du bist ja Naturtalent. Herausragend. Ja, großartig. Wie toll. Herr ja. Schau. Hm. Das hat mich natürlich total gefreut, dieses Kompliment. Ja. Und wenn man eine Fremdsprache halt gut kann, dann ist es letztendlich auch relativ einfach, da dann wieder drauf aufzubauen und vielleicht auch eine nächste zu lernen. Ja, jetzt sehe ich das Leuchten auch. Jetzt sehe ich den Traum. Vorher, als du von deinem Beruf dann im Büro gesprochen hast, wurde das Gesicht immer ein bisschen trauriger. Das war, glaube ich, auch die Traumlosigkeit. Ja, wie schön, dich so zu sehen. Und dann hat es ja irgendwie angeknüpft, dann durch diesen Stupser, oder? Ja, genau. Ja. Ganz genau. Wo siehst du dich, wenn du jetzt so visionärisch unterwegs wärst? Wo siehst du dich in einem Jahr mit deiner Selbstständigkeit, in der du steckst? Also aktuell läuft das alles ja über den Online-Shop, der Verkauf. Mhm. Und ich mache ja einmal im Monat meine italienischen Abende. Mhm. Ich liebe es also, Gastgeberin zu sein. Das ist so etwas, das, ja, das habe ich mir auch irgendwie so erarbeitet. Ich hätte das früher auch nicht gedacht, weil man denkt ja dann, naja, dann kommen Gäste und dann muss man in der Küche stehen. Aber das ist für mich etwas ganz anderes. Ich darf dann meinen oder den Teilnehmern meiner Veranstaltung darf ich dann von meinen Produkten erzählen. Ich darf ihnen erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Wenn ich einen neuen Wein einschenke, dann erzähle ich natürlich die Story hinter dem Wein. Und viele Weine, die haben auch, oder viele Traubensorten haben so schöne poetische Namen. Oder Namen, wo man denkt, das habe ich jetzt als Wein noch nie gehört. Wenn ich so an Pecorino denke, dann gucken mich auch die Teilnehmer, wenn sie das zum ersten Mal hören, etwas irritiert an. Ich dachte immer, Pecorino sei ein Käse. Mhm. Ja, ist es auch. Aber es gibt auch eine Traube, die heißt Pecorino. Und dann erzähle ich halt die Story, warum diese Traube Pecorino heißt. Mhm. Ja, und dann sind sie natürlich alle irgendwie so Feuer und Flamme und wollen dann natürlich den Wein probieren. Ganz ja, typisch. Natürlich. Klar. Und dann gibt es noch eine Traube, die liebe ich auch. Das ist eine Rotweintraube, die heißt Lacrima. Mhm. Und Lacrima bedeutet Träne. Und dann gucken die Teilnehmer im ersten Moment immer ganz traurig. Und sage ich, oh, Leute, das sind Freudentränen. Oh ja, das ist gut. Das heißt also, du bist aus dem Herzen, das sehe ich ja, ne? Bist du absolute Gastgeberin. Ja. Das heißt, wie wird die Reise weitergehen? Wie sieht das für dich aus? Was wünschst du dir? Also mein absoluter Traum, meine Vision ist, eine Hofreite zu finden, in der ich diesen Traum
realisieren kann, diese Vision realisieren kann. Und zwar möchte ich einerseits ein Ladenlokal, in dem ich die Weine, die ganzen Produkte verkaufe, auch Olivenöle und so weiter. Und dann gibt es dort aber auch noch einen Degustationsraum, in dem eben die Veranstaltungen stattfinden. Zum einen eben die monatlichen Verkostungsabende oder italienische Abende, wie ich sie gerne nenne. Dann habe ich mir so einige Sachen überlegt, die ich dort auch etablieren möchte. Ich möchte zum Beispiel Unternehmern, Unternehmerinnen eine Plattform für ihr Business bieten, dass sie also Netzwerkveranstaltungen durchführen mit bestimmten Themen, zu dem dann eben ein Unternehmer sich präsentieren darf. Oder Autoren lesen aus ihren neuen Büchern vor. Und dazu gibt es natürlich immer Weine von Porta Vanio. Ja, das großartig, ist klingt super. Oder meine Vernissage durchführen mit einem Künstler. Das sind alles so Sachen, die man sehr gut dort durchführen kann und was mir auch unheimlich viel Spaß machen würde. Das heißt, der Traum geht jetzt nicht nach Italien, ich bürgere mich irgendwann dort ein, sondern schon alles hierher holen, dass dieses Kulinarische wirklich hier ins Leben gerufen wird, leben ganz darf, atmen darf. Ja, ganz genau, dass man den Deutschen auch das richtig gute Essen zeigt, weil wir haben ja bei uns in Deutschland so eine ganz böse Schere. Die einen, die geben eben für Fleisch und für Lebensmittel so wenig aus wie möglich. Und den anderen ist der Preis, naja, egal will ich nicht sagen, aber der spielt nur eine untergeordnete Rolle, weil sie genau wissen, dass sie für diesen Preis dann eben auch entsprechend gute Qualität bekommen. Ja, nehmen wir nur mal an, Olivenöl. Ich werde immer gefragt, ja, warum ist denn jetzt dein Olivenöl teurer als das, was ich so in einem Supermarkt bekomme? Mhm. Ja. Dann frage ich immer, du hast doch ein Auto. Ja. Ich sage, und, welches Motoröl nimmst du für dein Auto? Ah ja, nur das Beste. Das Auto soll ja irgendwann mal einen hohen Wiederverkaufswert erzielen. Ich sage, ja, aber dein Körper, der ganz viele Jahrzehnte Höchstleistungen bringen muss, den speist du mit einem Olivenöl oder mit irgendeinem anderen Öl für 3,95 Euro den Liter ab. Ja, du hast recht, gib mal was von deinem guten Öl. By the way, worauf muss man denn achten, dass man wirklich ein gutes Öl erwischt? Atmest du tief ein. Da wird es in Kürze einen Olivenöl-Workshop geben. Da habe ich, also ich habe so einen Workshop schon mal gehalten in einem Sportstudio, wo die Menschen ja auch eben Sport treiben, um gesund zu bleiben, aber die wollen sich natürlich auch gesund ernähren. Mhm. Und darum habe ich dort eben diesen Olivenöl-Workshop gehalten. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man auf das Etikett schaut, was auf dem Etikett steht. Also das ist so das erste Kriterium. Ich habe dann eben AB-Vergleiche machen lassen, habe aber die Flaschen immer zugedeckt. Es hat also niemand gesehen, welches Öl welches war. Ob das jetzt eins von meinen war oder ob das ein 3,95 der Liter Öl war, das ich im Supermarkt extra für diese Gelegenheit gekauft habe. Und dieses Öl, das ich im Supermarkt gekauft hatte zum Beispiel, da stand auf dem Etikett, aus verschiedenen Olivensorten der EU. Mhm, okay. Ja, was sagt mir das? Ja, genau, keine Ahnung. Ja. Und ein Etikett sollte wirklich erstens die Olivensorten enthalten. Da gibt es nämlich genauso viele Sorten wie bei Weinen. Mhm. Oh, okay. Und das ist genauso wie auch bei den Weinen, dass es bestimmte Traubensorten oder eben bestimmte Olivensorten in einer bestimmten Gegend bevorzugt gibt. Okay, das heißt also, du bietest dafür jetzt einen Workshop in Kürze an, den du auch hier unter unserem Video nachher verlinken könntest. Das wäre ja großartig. Nee, den gibt es leider so noch nicht. Ich bin leider noch nicht ganz so weit.
Aber das heißt, wir können uns darauf freuen, dass du uns da bereichern kannst, noch mit mehr Know-how und Hintergrundwissen. Ja, auf jeden Fall. Und was natürlich ganz wichtig ist, ich versuche halt immer Ölproduzenten zu finden, die ihre eigene Ölmühle haben. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass jemand seine Oliven in eine Genossenschaftsmühle gibt. Ja, die Oliven, die sind ja, wenn die gepflückt werden oder geschüttelt werden vom Baum, die sind ja immer irgendwie feucht bis fast nass. Mhm. Und wenn die dann in dieser Wanne liegen, dann sickert die ganze Feuchtigkeit nach unten. Mhm. Und jetzt stellen wir uns einfach nur mal vor, habe ich direkt. Oh. Meine Olivenwanne ist in der Reihe die Nummer 29. Dann weiß ich genau, wann meine Oliven dran sind zum Pressen. Das sind vielleicht 3, 4, 5 Tage. In der Zwischenzeit haben die unteren Oliven, die dann richtig in ihrem Sud liegen, die haben dann schon angefangen zu schimmeln, zu gären. Und dürften letztendlich gar nicht mehr verarbeitet werden. Mhm. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass die Oliven spätestens 8 bis 10 Stunden nach der Ernte verarbeitet werden. Und das hast du erfahren, als du auf diesen Höfen oder unterschiedlichen Anbieter unterwegs warst und dich da schlau gemacht hast. Genau, ganz Magst genau. Kannst du das mal erzählen, was das bedeutet, wenn du zu so einem Betrieb kommst? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Familie habe ich schon verstanden. Naja, die zeigen mir dann halt die einzelnen Schritte, wobei ich leider noch niemals bei der Olivenernte beziehungsweise bei der Herstellung von einem Olivenöl dabei war. Also wirklich von dem Schritt, wo es in die Mühle kommt, wo es dann zermahlen wird, bis es dann gepresst wird und das Öl, das grüne Gold rauskommt. Ich habe es zwar immer mal so streckenweise verfolgt, aber noch nie so richtig in einem Prozess. Mhm. Und wenn dann eben die Ölmühle gerade nicht im Betrieb ist, weil jetzt gerade keine Saison ist, dann erklären die mir die einzelnen Schritte und sagen, hier wird das gemacht, da wird das gemacht. Hier kommen die Oliven an. Und es ist ganz wichtig, dass sie gut gewaschen sind, dass sie keine 5 Tage hier verbracht haben, sondern wirklich ganz frisch sind und innerhalb von 8 bis 10 Stunden nach der Ernte verarbeitet werden. Damit das mit dem Sud auch nicht so passiert. Genau. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das erzählt mir eigentlich jeder Olivenölproduzent. Wie kommt es denn eigentlich, wenn man, ich habe das mal heimlich gemacht, als ich ein einziges Mal in Italien war, so eine Olivenfrucht vom Baum gegessen. Und das ist ja eigentlich nichts, was man wiederholt. Warum? Stimmt. Das macht man zweimal, zum ersten und zum letzten Mal. Ja, genau. Was macht das so besonders, dass es dann, warum ist der Unterschied so groß? Ich kann es selbst auch nicht erklären, aber diese Frucht, die ist wirklich einfach nur nichtssagend. Wenn man sie vom Baum pflückt. Sie muss also in irgendeiner Form bearbeitet werden. Ob es jetzt die Form ist, dass man sie presst und zu Öl macht, oder ob man sie so verarbeitet, dass man sie dann einlegt und dann als Olive, als Frucht genießen kann. Da schmeckt sie ja dann schon wieder ganz anders. Dann lieben wir es ja. Ja, absolut. Ja. Ja. Also es ist einfach so, die kann man de facto nicht vom Baum pflücken und essen. Okay, das merken wir uns definitiv. Großartig. Würdest du sagen, dass du dir mit deinem Weg, den du gegangen bist und auch mit diesem Stupser im Grunde in diese Selbstständigkeit jetzt im Nachhinein einen Lebenstraum erfüllt hast bis hierhin? Absolut, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich immer im Büro arbeiten würde und ja, mittlerweile denke ich, dass halt so diese stupide Arbeit, die ja fast jeder machen kann, erledigen müsste. Ich meine, ich mache jetzt natürlich auch Büroarbeit, aber jetzt ist es meine. Ja, jetzt ist es für mich. Oder auch wenn ich meine Texte für Beiträge schreibe, das ist für mich. Mhm. Und das liebe ich. Ja. Und da kann ich aus dem Vollen schöpfen.
Ja, das merkt man deinen Texten ja auch an. Da kommt immer dieses Leuchten, was du gerade auch hast. Das kommt halt direkt rüber. Man merkt, dass du dafür brennst. Ja. Das ist wundervoll zu beobachten. Das kann man genauso sagen. Ja. Ich brenne dafür. Ja. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, bietest du also Online-Verkostung an, Live-Verkostung, also vor Ort. Und das heißt, du erklärst dann auch den Menschen zum Beispiel, wieso ein Rosé Rosé ist und ein Rotwein rot. Oder wie stelle ich mir das vor? Also, weil ich kann ja stundenlang hier zuhören. Wunderschön. Ja, es gibt natürlich, früher hat man das in Frankreich zum Beispiel gemacht, dass man einen Roséwein aus roten und weißen Trauben hergestellt hat. Und mittlerweile ist es aber total verpönt. Okay. Man hat auch früher einen Chianti nicht nur aus Rotweintrauben gewonnen, sondern hat immer auch Weißweintrauben hinzugefügt. Das hatte dann den Effekt, dass der Chianti innerhalb einer Saison getrunken werden musste, weil diese Weißweintrauben, die dazugesetzt worden waren, die haben sich quasi in ihre Bestandteile aufgelöst. Das heißt, die haben sich dann in Form von Schwebeteilchen in der Flasche gezeigt. Und ein Rotwein ist dann normalerweise ja mindestens mal 3-4 Jahre lagerfähig. Und ich meine, wenn wir an die Franzosen denken, so Bordeaux-Weine und so weiter, die fangen ja eigentlich erst ab 10 Jahre so richtig an zu schmecken. Dann haben die nämlich ihr Tannin verloren. Diese Gerbstoffe, die eben dieses pelzige Gefühl auf der Zunge auslösen. Die brauchen also ganz viele Jahre. Und wenn ich mir dann vorstelle, Chianti nur eine Saison, weil eben dieser Weißwein sich dann in seine Einzelteile aufgelöst hat. Ja, heute macht man Chianti wirklich nur noch aus Rotweintrauben. Und dadurch ist er dann natürlich auch ein bisschen lagerfähiger. Ja, okay. Ja. Ja, und Rosé zum Beispiel wird ja aus Rotweintrauben gewonnen. Und da haben wir dann die Trauben 6 bis 8 Stunden, meistens so lang wie eine Nacht ist, auf der Schale. Die Schale ist ja das, was dem Wein die Farbe gibt. Ja, ja. Und dann erst kommt quasi die Schale weg, wird die Schale entfernt. Beziehungsweise kommt es dann eben dazu, dass der Wein Rosé ist. Und je nachdem, wie lange der Most eben auf der Schale ist, so intensiv oder weniger Rosé wird das Endprodukt. Ja, okay. Ja, toll, spannend. Ich kann dir stundenlang zuhören, Elke. Es ist großartig. Und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, ich würde jetzt gerne ein Stück Käse essen mit dem Honig und Rotwein trinken. Das ist fantastisch. Ja. Du weißt ja, dass ich die Hüterin der inneren Kinder bin. Und ich muss ja jetzt mal die Frage stellen. Hast du das Gefühl, du hast ja schon gesagt, das Lebenstraum ist erfüllt. Hast du das Gefühl, wenn du im Büro geblieben wärst, wäre dir vielleicht auch innerlich da etwas abhanden gekommen? Wenn du mich heute so direkt fragst, muss ich sagen, ja. Was denkst du, wäre das gewesen? Was wäre dir abhanden gekommen? Irgendwie ein Traum, wobei ich ja vorhin gesagt habe, mein Traum war immer, was mit Fremdsprachen zu machen. Was ich ja auch kann. Ich mache ja, oder ich muss ja viel Italienisch sprechen. Aber so dieses Schöne, dieses Kreative, was ich jetzt eben für mich machen darf, wo ich mich wirklich ausleben darf. Ich darf nach Italien reisen, ich darf Produzenten kennenlernen, ich darf Produzenten besuchen und darf selber entscheiden, welche Produkte ich ins Sortiment nehme. Also all diese Sachen, das ist etwas... Ich habe gerade an Mokli gedacht. Ja. Dem ist auch das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das sind halt wirklich ganz viele tolle Sachen, die mir Spaß machen und die mich dann auch wirklich zum Leuchten bringen. Ja. Und das ist dann so mein inneres Kind. Diese kindliche Leichtigkeit, die dann da auch mit. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ja, schön. Gibt es Vorbilder, die du hast? Gibt es Helden oder Vorbilder, nach denen du strebst oder nach denen du vielleicht auch dich ausgerichtet hast? Also ich
habe letzte Woche von dem Tod von Rosi Mittermeier erfahren, was mich wirklich sehr betrübt hat. Und gerade wenn man jetzt so quasi den Nachruf hört auf sie und im Fernsehen dann nochmal das alles Revue passieren lässt, ihr Leben, wie das angefangen hat, finde ich das Leben von ihr großartig. Und das wäre so ein Vorbild. Sie ist ja immer bodenständig gewesen. Sie ist sich immer selbst treu gewesen. Sie hat sich nie verloren und hat ihr Leben gelebt. Und es gab nie irgendwelche großen Skandale, wie man das von anderen Menschen, die im Rampenlicht stehen, hört. Sie hat ihre Familie gehabt, hat also den Mann geheiratet, dann kamen die zwei Kinder und das ist auch eine absolute Vorzeigefamilie. Also da würde ich schon sagen, das ist etwas, was mir imponiert. Genau, diese Frau imponiert einem. Wer mir noch sehr imponiert, das ist Senta Berger. Die finde ich auch super klasse, eben auch, weil sie sich selber treu geblieben ist. Und wen ich auch ganz klasse finde als Frau und Schauspielerin, die ist leider auch kürzlich verstorben, die Christiane Hörbiger. Ja. Wenn du dir diese drei Frauen anschaust, die du jetzt benennst als Vorbilder oder eben einfach auch als starke, tolle Frauen, interessante Frauen, was würdest du den dreien sagen wollen? Also kannst du auch einzeln nehmen. Ne? Also auf jeden Fall ist es unheimlich wichtig, dass man sich nicht verbiegen lässt, dass man sich selber treu bleibt, weil man auch nur dann authentisch rüberkommen kann. Und man soll sich niemals von anderen irgendetwas sagen lassen, du musst das so und so machen. Denn jemand anders weiß nicht, wie ich ticke. Man kann mir Tipps geben. Ja, aber verbiegen kann man sich allenfalls im Yoga. Ja. Aber ansonsten bitte nicht. Welchen Tipp würde dir Christiane geben? Christiane? Mir? Du hast recht, bleib so, wie du bist. Und die Senta? Auch. Und Rosi auch? Ja. Okay. Du machst das richtig. Genau. Du hast zu dir gefunden. Du hast deine Aufgabe gefunden. Oder wir haben ja letztens gelernt, nicht unbedingt Aufgabe, sondern Gabe zu sagen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Das heißt, wie würdest du deine Gabe benennen? Oh, das kann man mit einem Wort, glaube ich, gar nicht beschreiben. Kann man ganz vielen beschreiben. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch ein paar. Also mir ist natürlich unheimlich wichtig, dass ich mit Menschen zusammenkomme, dass ich Menschen ein schönes Gefühl schenken kann mit eben tollen, authentischen Produkten. Und deswegen suche ich eben auch Menschen, die das Mediterrane lieben, die Italien lieben, weil man ja bei mir schließlich Italien riechen und schmecken kann, auch wenn man nicht im Urlaub ist. Ja. Und man kann ja nicht nur im Urlaub sein, man muss auch zwischendurch mal das Geld für den nächsten Urlaub verdienen. Mhm. Also holen wir uns Italien nach Hause. Jetzt, wo uns so ein bisschen die Winterzeit in ihren Klauen hält, tut das natürlich auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen mediterran genießen kann. Schönes Pasta-Gericht mit dem tollen Pesto, einen schönen Wein dazu. Pecorino-Käse drüber gerieben, über die Nudeln. Ach, herrlich. Ja, auf. Du schlupfst auch schon. Ja, und ich kann ja absolut zurückgeben, dass du die Online-Verkostung fantastisch machst. Da habe ich einige Male teilgenommen und es ist wirklich so, als wären wir genau vor Ort. Es ist lecker, es ist toll, es ist leicht, es ist lustig. Und was eben herausragend ist, dass du es schaffst, eine Gruppe, eine Gemeinschaft zusammenzuführen und auch in die Leichtigkeit zu führen. Und absolut. Das habe ich mir eigentlich auch nicht so vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, online funktioniert nicht. Ja.
bis man dann versucht hat, mir zu sagen, gerade Menschen, die jetzt nicht bei mir um die Ecke wohnen, die also nicht gerade in der Nähe von Wiesbaden leben, die haben eben nicht die Möglichkeit, einfach mal an einem italienischen Abend teilzunehmen. Ja, und bei den Online-Verkostungen, da haben wir Leute aus Bayern, da haben wir Leute aus Hamburg und aus Nordrhein-Westfalen und vom Bodensee. Und wir machen alle vor unseren Monitoren eine tolle Party. Und es hat Absolut. mich selber total begeistert, dass es so funktioniert. Ja, du machst es einfach. Du bist so ein Stern, ne? Das merkt man einfach in den Online-Verkostungen, wie du das schaffst, immer wieder auch alle ins Gespräch zu holen und eben ja auch die Gläser nachfüllen zu lassen. Das funktioniert, als wären wir live vor Ort bei dir. Ja. 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 Was natürlich nicht auszuschließen ist. Ich hoffe schon, dass wir irgendwann auch mal die Gelegenheit haben, eine Live-Verkostung durchzuführen. Ja, na klar. Also offline. Ja. Ich habe jetzt einige Male vielleicht auch abschließend als Gedanke das Wort Bodenständigkeit und Bodenhaftung gehört, gerade im Zusammenhang mit Italien, aber eben auch bei den Frauen, die du vorgeschlagen hast, als wirkliche Heldinnen oder auch als Vorbilder für dich. Bist du die Botschafterin der Bodenständigkeit? Ja, ich würde schon sagen, Bodenständigkeit, gute Grundprodukte, mit denen man dann wirklich ganz viel machen kann. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, das Land lieben. Ja, das kam auch rüber vorhin, als du sagtest, sie sind dankbar, auch einfach, was ihnen zur Verfügung Ja. gestellt oder anvertraut wird. Das ist auch nochmal so ein besonderer Aspekt, ne? Gibt es etwas, was du durch diese Zeit mit diesen italienischen Menschen und italienischen kulinarischen Köstlichkeiten, was du da rausnimmst als Essenz, was dein Leben so massiv verändert hat, eine Essenz, ein Magic Moment, den du dort erlebt hast? Vielleicht als Tusch hier für unser Interview. Nein, da gibt es ganz viele Magic Moments. Okay, Also tausende. es ist immer wieder ein tolles Gefühl, wenn ich zum Beispiel zur Cantina Franzosi fahre. Die sind am Gardasee auf der Westseite und zwar ungefähr auf der Hälfte in der Mitte so, von Süd nach Nord. Etwas oberhalb vom See haben sie ihr Grundstück und auch die Kantina. Wenn ich dort mit dem Auto vorfahre, dann parke ich das Auto und stelle mich erstmal einen Moment hin und schau auf meinen Gardasee. Der liegt mir dann zu Füßen und das ist so ein tolles Gefühl. Das liebe ich. Dann nehme ich das alles einmal so richtig in mich auf, muss das einmal so inhalieren. Und dann gehe ich in die Kantina zu Franzosi, zur Silvia, das ist die Mitarbeiterin, und mache dann eben die Verkostung und mache meinen Auftrag. Also das ist so ein Magic Moment. Ja. Oder als ich jetzt im Oktober, Ende Oktober, nochmal nach Nordsardinien fliegen durfte, nach Olbia, da, ich weiß nicht, da habe ich so viele Magic Moments gehabt. Da habe ich auch so tolle Menschen kennengelernt, die mir dann ihre Philosophie vorstellen. Und das korrespondiert dann natürlich mit meiner Philosophie, eben kleine Produzenten, die nachhaltig und im Einklang mit der Natur produzieren. Und also es gibt, wenn ich in Italien bin, fast nur noch Magic Moments. Ja, wunderschön. Ja. Wenn du an unser Gespräch zurückdenkst, wir kommen jetzt zum Abschluss, ist dir da etwas über die Füße gelaufen, was dir noch nicht so klar war? Gab es etwas, was dir noch mal bewusst geworden ist? Ich glaube nicht. Ich meine, du hast natürlich gesagt, dass man mir ansieht, dass ich dafür brenne. Das weiß ich zwar, aber ich sage mir das nicht so oft. Das ist vielleicht etwas. Das müsste ich mir viel öfter sagen. Da leuchtest du direkt wieder Ja. auf. Halleluja. Ja, vielleicht dürftest du dir das öfter sagen. Ja, wie schön. Elke, ich danke dir von ganzem Herzen für das tolle Gespräch. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und ich Aber die Sonne ist noch nicht untergegangen, jetzt gibt es noch keinen Wein. hast du recht, gute Regel. Ich danke dir von Herzen. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung im Online.
In der Verkostung. Ich muss wirklich erstmal schlucken oder dann live vor Ort. Und ich wünsche dir hier erstmal alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir, liebe Tina, und für dich auch alles Gute mit den inneren Kindern. Danke dir. Okay, mach's gut. Ciao. Tschüss.